darf sagen, dass ich als Protestant da einen ungewöhnlichen Standpunkt habe da oben. Und dass ich selten so abgehobene Rede gehalten habe wie heute Abend. Aber das soll ja auch das erste Mal dürfen sein in meiner kurzen politischen Karriere. Ich habe mir bei den Gedanken, wie das Geld verteilt ist, wie das Vermögen verteilt ist, Einkommen verteilt ist, eigentlich nicht nur auf Zahlen beschränken und auch Überlegungen gemacht, warum das überhaupt so ist. Also es gibt für mich mehrere Punkte, einerseits eben statistische, wie man die Verteilungen anschauen kann, aber andererseits gibt es dann auch die Frage, welche Personengruppe oder welche Leute eben da entsprechend beim Geldverteilung oder bei den Entwicklungsmöglichkeiten, welche auch Chancen haben, sich in der Schweiz, ich wollte mich explizit auf die Schweiz konzentrieren bei dieser Diskussion, wie sich die in unserer Gesellschaft können weiterentwickeln. Vielleicht zum Anfang mal eine Grundsatzüberlegung, die ich gerne machen möchte. Es ist ja immer die Frage, wer ist welche, in welcher Schicht daheim? Also die berühmteste Schicht ist ja der Mittelstand. Oder? Der Mittelstand ist eine Schicht, wo man viel darüber redet, aber eigentlich sehr wenig davon weiss. Also der Mittelstand, viele von euch gehören wahrscheinlich dazu, ich persönlich gehöre knapp wahrscheinlich schon nicht mehr dazu, wenn ich meine Einkommenssituation anschaue. Aber der Mittelstand ist ja, wenn man es rein statistisch anschaut, irgend so um 60'000 Bruttoeinkommen im Jahr verteilt für einen Personenhaushalt. Das ist so eine ganz grosse Grösse, die natürlich nicht einfach genau der Schnitt ist, sondern es hat eine gewisse Bandbreite. Und wenn man jetzt bei diesen Einkommen bleibt, stellt man ja fest, dass es ja ganz verschiedene Einkommensschichten gibt in diesem Land. Und in diesem Land haben wir jetzt gesehen, dass im Prinzip die Einkommensverteilungen oder auch die Vermögensverteilungen relativ konstant sind geblieben. Also wenn man beim Einkommen anfängt, dort habe ich mir jetzt einfach mal etwas, einfach eine extremere Zahl genommen als der Mittelstand. Wenn man Top-Prozent von dem Verdiener vom Gesamteinkommen anschaut, die sind mehr oder weniger seit den 30er Jahren stabil geblieben, sogar leicht abnehmend im Vergleich zu 1930. Also wenn man von dieser Einkommensschere oder Vermögensschere redet, dann muss man sich auch immer auf den Standpunkt stellen, dass man es statistisch richtig anschauen muss. Und bei den Einkommen ist eigentlich die Umverteilung oder die Schere, die scheint auseinandergehen, eigentlich weniger krass, als man vielfach gemerkt hat. Was ich auch sagen möchte, ist, dass im Prinzip der Anteil der Löhne, also das, was wir im Alltag erwirtschaften, der Anteil der Löhne am gesamten Volkseinkommen auch relativ konstant bleibt und bei hohen 60% ist. Also das ist ein Wert, der international doch relativ gut dasteht. Man darf auch nicht vergessen, in der Schweiz, wenn es um Einkommen geht und so weiter, wir haben im Vergleich zu anderen Ländern signifikant höhere Vermögenswerte und Vermögensbestandteile, zum Beispiel in der Pensionskasse, Sozialsystem und oder auch in den Immobilien. Es gibt relativ eine schöne Zahl von mehreren Billionen, ich glaube etwa 2,7 Billionen Vermögen, die wir in diesen ganzen Sozialwerk drin haben, Immobilien und so weiter. Das sind also gigantische Werte. Und das wollte ich einfach ein bisschen damit sagen, wenn man die grossen Werte sieht, die existieren und das, was dann statistisch einfließt, wirklich in die Betrachtung, das stimmt eins zu eins eben so nicht überein. Darum ist nur eine begrenzte Aussage überhaupt möglich. Wenn man sieht, auch, es ist gerade heute zum Beispiel ist der neue Sozialversicherungsbericht herausgekommen, eine Erfüllung von einem Wunsch vom Kollegen Stefan Rossini, jetzt Nationalratspräsident. Und dort hat man zum Beispiel auch gesehen, dass wir jetzt bei den unteren Einkommen, um wieder zu denen zu kommen, in den letzten Jahren trotz Wirtschaftskrise eigentlich die untersten Einkommen, also die wirklich, die armutsbetroffen sind, 1,6 Prozentpunkte haben abgenommen, nicht zugenommen. Das ist doch auch ein Indiz, wie krisenresistent eine Volkswirtschaft wie die Schweiz eben ist im Vergleich zu den umliegenden Ländern, wo die Werte deutlich schlechter sind. Klammerbemerkung, die Schweiz ist ja eigentlich eines von den Ländern, die trotz einer Wirtschaftskrise sogar noch positive Haushaltsabschlüsse präsentiert. Wenn ihr glaubt, Griechenland, Deutschland, Spanien, egal wer ihr nehmt, auch Frankreich, dort hat es ganz klar anders ausgesehen, vor allem in den Jahren 2008, 2009. Wenn man dann auch noch ein bisschen schaut, wie die Veränderung ist von dem, was man sich überhaupt leisten kann, ich habe mal so eine schöne Zahl gefunden.
Heutzutage ist ja immer die Frage, steigen die Mieten überproportional zu den Reallöhnen? Die Erhebungen, die ich sehe, sprechen eigentlich eine Sprache, dass die Reallöhne in dem Sinn überproportional steigen im Vergleich zu den Mieten. Und das drückt sich in ihrer Zahl aus, dass nämlich eine 100 Quadratmeter Wohnung, wo man 1970 40 Stunden im Monat dafür arbeiten musste, und heute sind die 100 Quadratmeter in 25 Stunden abzahlbar. Also das ist schon so ein Indiz, wie sich eben das Wohnen als sehr grosser und teurer Bestandteil von unserem Warenkorb in dem Sinn verändert. Und das hat hier eine sehr deutliche Abnahme im Prinzip erfahren. Ich werde jetzt bei diesem Zeitpunkt, weil die Tour da langsam im Rennen ist, so ein bisschen auch noch dazu kommen, warum das die Vermögensverteilung so ist bei uns und warum das wir wahrscheinlich wettbewerbsfähiger sind als Volkswirtschaft, als gesamte Wirtschaft, als der ausländischen Staaten. Und da komme ich zu einem meiner Lieblingsthemen, das ist die Berufsbildung. In der Berufsbildung haben wir einen Wert erreichen in den letzten paar Jahren, wo man doch deutlich über 90% der Leute im Prinzip nach der obligatorischen Schule in eine Berufsausbildung rein tun kann. Und das ist ein Wert, den ihr in den anderen Ländern schlicht nicht findet. Also, wenn man auch sieht, dass eine Jugendarbeitslosigkeit bei 3-3,5% verharrt, dann zeigt das eben, dass die Wirtschaft in die richtigen Leute investiert und sie nicht einfach ausbildet. Und dann, wenn sie ausgebildet sind, lassen sie sich wieder wie einen heissen Herdöpfel fallen. Und das nachfrageorientierte System, wo uns überhaupt international Türen eingerennt werden, zu Bern. Man kann das wirklich so sagen, es werden uns Türen eingerennt in Bern, damit man geht lernen, wie man ein duales Berufsbildungssystem aufbaut. Seien das Amerikaner, Inder, Koreaner, Chinesen, alle zusammen kommen nach Bern schauen, wie man eine duale Berufsbildung macht und was das eben für einen direkten Effekt hat zu der Arbeitsmarktbeteiligung, vor allem von jungen Leuten, aber auch, das darf man auch sagen, wenn man die Weiterbildung dazu nimmt, auch vor allem von Frauen. Einerseits, dort haben wir dann noch gewissen Nachholbedarf bei der Weiterbildung, aber auch andererseits eben von denen, die vielleicht unter Job ganz generell eine Weiterbildung machen. Wenn man die ganze Ausbildung anschaut, um eben so eine Wirtschaft zu alimentieren mit gutem Personal, ist es eben nicht nur eine Betrachtung von, man muss möglichst viel in der ETH ausbilden, sondern es gibt auch noch Fachhochschulen, die praktisch für Produktentwicklungen und so weiter eingesetzt werden können. Und das Wichtigste, meine Damen und Herren, das ist immer wieder das Gleiche, was ich sage. Es bringt uns nichts, wenn wir im Kopf innen wahnsinnig gescheit und gut sind, aber keine Leute haben in der Berufsbildung und bei den Berufsfachkräften, die das nicht an den Boden bringen und umsetzen können. Und in diesem Sinn ist eben genau das Zusammenspiel von der Berufsbildung bis zu der höchsten Ausbildung. Das garantiert eben unser Erfolgsmodell. Und darum hat man so viele Chancen in unserem System, weil wenn man einmal akademisch geschult war, am Anfang kann man in die praktische Ebene wechseln und umgekehrt. Ich glaube, das ist das Wesentliche, warum dass wir eben so eine gerechte Verteilung haben in diesem Land, wo in anderen Ländern doch deutlich anders aussieht. Amen.